Hallo Konfuzeier, hier ist sie wieder, eure Josie. Und wir haben wieder eine Doku vor uns. Eine kurze, aber knackige, wie immer bei den realen Irrsinnsfolgen von Extra 3. Ich begrüße euch natürlich und hoffe, ihr habt wieder Spaß damit, so wie ich auch meinen Spaß damit haben werde. Heute die Folge ist der reale Irrsinn und Vermieter verlangt zu wenig Miete in München. Ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes, zu wenig Miete zu verlangen, aber ich kann mir vorstellen, es gibt Ämter, denen gefällt das nicht. Schauen wir uns an, ob ich recht habe. Starten wir den Stream. München, die teuerste Stadt Deutschlands, ein Paradies für Vermieter. Thaddäus Spiegel gehören 100 Wohnungen im Stadtteil Sendling, innenstadtnah, gut in Schuss. Also, jetzt mal kurz gesagt. Schon alleine diese Beschreibung der Wohnungen würde implementieren, dass diese Wohnungen unbezahlbar sind. Sie sind es garantiert nicht. Aber ich garantiere, irgendjemandem gefällt das nicht. Und wenn ich tippen müsste, garantiert den Leuten, die drumherum ihre Häuser haben und teurer vermieten und keine Mieter finden. Die ortsübliche Miete laut Mietspiegel liegt hier bei rund 20 Euro pro Quadratmeter. Spiegel könnte seine Mieter so richtig abkassieren, aber er ist ein schwarzes Schaf unter den Vermietern. Denn er lässt den Hausmeister der Wohnanlage in einer 60 Quadratmeter großen Dreizimmerwohnung für nur 540 Euro wohnen, also für nur 8,80 Euro pro Quadratmeter. Wow. Für München muss ich jetzt mal sagen, bei der Größe, der Lage, das ist ein Schnäppchen. Und wenn er noch dazu dann auch noch Geld für seine Arbeit bekommt, okay, wo kann ich mich bewerben? Das gefällt dem Finanzamt gar nicht. Fürs Finanzamt bin ich zu billig. Ich bin ein zu fairer Vermieter, weil ich meinen Mietern entgegenkomme und viel zu wenig Miete verlange in deren Augen und eigentlich mehr verlangen sollte, / müsste. Das sieht man mal wieder. Auf der einen Seite wird in der Politik gejammert, die Mieten sind zu teuer, die Vermieter sind zu gierig, es müssen günstige Wohnungen her, schafft sie bei, baut. Dann geht mal einer hin und verlangt weniger Miete. Und das Finanzamt sagt, das kannst du nicht machen, du musst mehr Miet verlangen. Denn durch die niedrige Miete für seine Angestellten schafft Spiegel ihnen einen geldwerten Vorteil zusätzlich zum Gehalt. Der Vermieter als Arbeitgeber müsste hierfür Lohnsteuer abführen. Und der Vorwurf hier, es wäre zu wenig Lohnsteuer an den Fiskus abgeführt worden. Und uns geht Geld flöten. Wir können unser Weihnachtsgeld nicht bezahlt bekommen. Verdammter Mist. Sorry, Sarkasmus muss sein. Zwar nicht zu knapp. Insgesamt setzen sie fest 41.445,82 €. Ja, es kommt leider immer häufiger vor, dass soziale Vermieter ins Visier des Finanzamts geraten, weil sie nach deren Auffassung zu niedrige Mieten ansetzen und deswegen ja, zu wenig Steuern bezahlen. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Sorry, wenn ich das jetzt so hart sage, aber man kann es auch übertreiben. Wie gesagt, auf der einen Seite wollt ihr günstige Mieten, günstige Wohnungen, die Leute bezahlen können. Und auf der anderen Seite fangt ihr mit so einem Gepiemf an, wenn einer es wirklich tut und geht auf die Leute los. Also Deutschland, armes Land. Zum juristisch korrekten geldwerten Vorteil kommt es bei Herrn Bunner nur, weil die Vergleichsmieten in München so exorbitant hoch sind und Spiegel seine Mieter davor bewahren will. Das interessiert das Finanzamt aber nicht. Die Ursachen der verbilligten Vermietung sind dabei unerheblich. Ein typisch deutscher Amtssatz. Sei freundlich und du kriegst von uns einen dritten Arsch.
Es wird in der öffentlichen Diskussion häufig übersehen, dass ja der Staat an den hohen Mieten gewaltig verdient. Deshalb wohnen nicht nur Spiegels Angestellte, sondern alle seine Mieter zu günstig, meint das Amt. Ich verlange jetzt da in der ganzen Straße, je nachdem, zwischen 1,50, 12, 12,50 brutto kalt. Und das ist halt ein ganz fairer Preis. Nein. Ja, finde ich auch. Ich glaube aber, das Finanzamt sieht das leider anders. Und deswegen werden solche Vermieter immer weniger. Und am Ende sind die, die es sich nicht leisten können, diejenigen, die die Leidtragenden sind. Und das ist etwas, was unheimlich traurig ist. Ein Skandal ist das. So macht man die schönen Münchner Preise kaputt. Das Finanzamt setzt eine höhere Quadratmetermiete an als Herr Spiegel. 20,17 Euro. Herr Bunner müsste dann ein bisschen mehr zahlen. Statt 540 Euro wären es 1236 Euro. Ich sag's mal ganz einfach. Entweder müsste ich ausziehen, mir dann irgendwo was anderes suchen. Ich kann ja nicht die Hälfte meines Einkommens nur für die Miete hergeben. Alles andere bleibt dann auf der Strecke. Und ich kann mir nichts mehr leisten. Das ist das Problem nämlich in Deutschland. 50% meistens gehen für die Miete schon drauf. Und das kann es irgendwo nicht sein. Ein Drittel ist schon viel, aber noch verkraftbar, denke ich mal. Aber es ist unsinnig. Also, und gut, München. Ich könnte jetzt was dazu sagen, aber das würde gegen die CSU gehen. Für mich, jenseits von Gut und Böse und realitätsfremd, für mich, weil die Leute müssen dann ein bisschen schnaufen können. Aber der Staat muss auch ein bisschen schnaufen können. Und mit höheren Mieten geht das besser. Ja, das war realer Irrsinn. Definitiv Irrsinn. Und real noch dazu. Leider. Ich danke natürlich auch in diesem Fall wieder den Kollegen vom NDR. Von Extra 3, die das wieder mal mit ein bisschen Satire aufgebessert haben. Leider ist es aber mittlerweile fast schon Standard in Deutschland. Aber wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Aber nicht nur mir, geht auch bei den Kollegen auf Extra 3. Hinterlasst denen auch einen Like, damit sie weiter ihre tollen Videos hochladen können und wir was zu lachen haben. Wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich sage euch Tschüss, kommt wieder, wenn ihr weiter lachen wollt. Das nächste React-Video lässt schon auf sich warten. Bis dann, Tschüss, eure Josie.